Du hattest ja ein paar Fragen aufgeschrieben, die Ja, eigentlich genau. super sind, ne, in diesem Thema. Also erstmal, Abu Hamza, es gibt wahrscheinlich Leute, die sich fragen, seid ihr beide überhaupt die richtigen Personen, um so ein Thema zu behandeln? Ihr seid vielleicht selber kriminell oder ihr ruft zur Gewalt auf oder sonstiges. Was können wir diesen Leuten sagen, Abu Hamza? Ob wir die richtigen Leute sind, die dieses Thema behandeln, weil wir selber ja schon in der kriminellen Schiene, so behaupten sie, drin sind. Reingeschoben werden durch Medien und vor allen Dingen auch durch Social Media. Ich möchte hier etwas sagen für euch. Die Hetze in Social Media ist schlimmer als die Hetze in den großen Medien. Die Hetze in den großen Medien ist meistens indirekt, in Social Media ist sie meistens direkt und voller Lügen. Ich sage sogar, dass wir wahrscheinlich die sind, die am besten darüber sprechen können. Erstmal, weil wir immer nah zu der Umma sind. Wir können sozusagen das Fieberthermometer an die Umma halten, an die Gemeinschaft. Wir leben unter den Menschen, wir kennen die Straßen und wir kennen die Muslime und wir wissen, wie wir mit ihnen umzugehen haben. Und ich kann ganz klar sagen, ich kenne so viele, die zu mir gekommen sind. Und das ist, ich weiß, dass 100% ist bei dir genau dasselbe, die gekommen sind, haben gesagt, ey, ich war früher Drogendealer gewesen, ich war früher Zuhälter gewesen, ich war dieses gewesen, jenes gewesen, kriminell gewesen, einer Gang gewesen oder was auch immer. Und als ich von deinen Vorträgen gehört habe, habe ich den Sinn des Lebens verstanden, dass ich hier lebe von A bis B und dass mein Lebensstil ein Weg sein kann, der mich in die Hölle führt. Und dadurch habe ich angefangen, anders zu leben und jetzt lebe ich glücklicher als früher. Denn das ist ja hier die Sache. Warum wird jemand kriminell, liebe Geschwister? Weil er denkt ja auf irgendeine Art und Weise, dass ihn das glücklich macht, dass ihm das Erfolg bringt. Aber es kann, und merkt euch diese Regel, liebe Geschwister, ein Weg, der nicht der Weg Allahs ist, kann dich niemals glücklich machen, selbst wenn diese Person besonders glücklich aussieht. Sehr Und ich gut. sage, euch hier eins, ich habe so viele Leute gesehen, die waren die Killer, berühmt berüchtigt, hatten den Ruf, sind mit den dicken Autos vorgefahren, hatten schöne Frauen gehabt. Guck sie dir 20 Jahre später an, wie sie mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Das Leben ist ein Trügerschluss. Der Scheitan lässt einem die bösen Taten im schönsten Licht erscheinen und du denkst, er ist erfolgreich. Aber der Erfolg und die Glückseligkeit lässt sich nicht am Kontostand abmessen, sondern ist im Herzen. Allah sagt im Koran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, wird ein gutes Leben bescheren. Und der Mu'min, und ist Mu'min dabei. Und der Mu'min, hört euch das an, was ich das sage, ist sogar glücklich, wenn er unglücklich ist. Warum? Warum? Weil der Prophet sagt, Ajaban li amril Mu'min, fa inna amra kullu khair. Inna sabatu sara'u shakar, fa kana khairan la. Wa inna sabatu dara'u sabar, fa kana khairan la. Wundersam, wunderbar ist die Lage des Gläubigen. Denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Wenn ihn eine Freude trifft, ist er dankbar. Und das ist gut für ihn. Er kriegt zum Beispiel ein Kind, die Frau heiratet. Er ist dankbar dafür. Er klopft sich nicht selber auf die Schulter, wird selbstherrlich. Oder manche Leute, die haben Erfolg in der Dunja und dann haben sie Angst, dass sie den Erfolg verlieren. Umso mehr Geld die bekommen, umso mehr leben die in Angst, dass sie das Geld verlieren. Und wenn ihn eine Probe trifft, hat er Geduld, ist er standhaft, das ist gut für ihn. Und niemand geht es so außer dem Gläubigen. Und Allah, liebe Geschwister, sagt im Koran, wer sich von meiner Ermahnung abwendet, dem werde ich ihm ein beengtes Leben geben. Wie ich das eben erwähnt habe, der kriegt Geld und Geld. Guck mal, und Allah, subhanallah. Achi, guck mal, wie Allah das beschreibt. Beengtes Leben, genau das. Die Leute haben Geld, umso mehr Geld sie haben, umso mehr kriegen sie Angst, das Geld zu verlieren. Du hast da bestimmt Beispiele bei dir, wo du von Leuten reden kannst, die zum Beispiel durch die Dauer von einem kriminellen Weg weggekommen sind. Gerade in Berlin, oder? Da müssten doch. Also, aber Hamza, ich war einmal unterwegs gewesen auf so einem riesen Parkplatz und da kam ein Bruder auf mich zu und hat mich so richtig, richtig
Yani, sehnsüchtig umarmt. Du weißt aber nie, mit wem du zu tun hast, weißt du? Weil manchmal Umarmung bedeutet nicht unbedingt Ja, die Liebe. du bist ja auch ein netter Kerl, der, wer weiß, warum du Alhamdulillah, aber umarmen, nicht Alter. jeder findet uns nett. Auf jeden Fall. Dann habe ich ein bisschen mit ihm gesprochen und dann sagt er mir, ich bin gerade auf Vollzug draußen. Und da meint er so zu mir, weißt du was, Abul Bara, wir lieben alle deine Unterrichte. Im Gefängnis sitzen wir zusammen und gucken deine Lives. MashaAllah, aber Und wirklich. subhanallah, da habe ich daran gedacht, Abu Hamza, weil manche sagen ja, vielleicht sind wir nicht die Richtigen, die so ein Thema behandeln. Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich habe meine Fehler, Abu Hamza hat seine Fehler. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und das ist nur die Gunst von Allah Azza wa Jalla. Und alles schreiben wir Allah Subhanahu wa Ta'ala, was wir an Gutem bekommen haben, zu. Wieso konvertieren die meisten Leute bei Abu Hamza und bei uns, wenn wir so radikal sind? Ich gebe euch ein Gegenbeispiel. Hat jemand schon mal bei den Khawarij die Schahada angenommen? Nein, das ist eine extreme Gruppe. Die versuchen ja, den Islam zu minimieren. Die versuchen ja, so viele wie möglich rauszuschmeißen, damit sie als Einzige diese großartigen Paradiesgärten bewohnen. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, bei uns ist es so, wir versuchen die Leute im Islam zu behalten. Nicht um jeden Preis natürlich, aber wir wollen, dass diese Religion wächst. Alhamdulillah. Ich denke, wenn man wirklich so radikal wäre, wie man versucht, uns zu beschreiben, und natürlich, man will uns mundtot machen, das weiß mittlerweile jeder. Alhamdulillah. Und ich bin froh, dass auch dieser Nahostkonflikt, Abu Hamza, hat auch wirklich Khair mit sich gebracht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, aber sie ist gut für euch. Schau mal, subhanallah, die Leute wissen jetzt endlich, wer diese zionistischen Medien sind. Und jetzt schenken sie ihnen nicht mehr so viel Glauben wie damals. Damals, subhanallah, wenn Leute über uns etwas geschrieben haben, du weißt, Abu Hamza, vor 15 Jahren, 10 Jahren, dann haben die Leute das für bare Münze genommen. Die haben gesagt, die Medien können doch alle nicht übereinstimmend lügen. Und ich habe wirklich, wenn du mich vor 25 Jahren gefragt hättest, Abu Hamza, wird die Presse lügen, werden die Behörden lügen? Ich hätte dir gesagt, auf keinen Fall, bis ich eines Besseren belehrt wurde. Bis ich Subhanallah. eines Besseren belehrt wurde. Aber Alhamdulillah, sind wir Hier. radikal?